So, da sind wir wieder und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber heute ist ein besonderer Tag, nämlich ihr habt es ja geschafft, mir den Creator Code zu besorgen, weil das ist halt einfach alles nur durch euch möglich. Dann die richtige YouTube-Partnerschaft, wodurch ich jetzt auch quasi Geld bei YouTube verdienen kann. Und ich habe ja gesagt, als Dankeschön dafür gibt es heute einen Skin eurer Wahl aus dem Item Shop. Wie gesagt, einfach um 15 Uhr heute im Stream da sein, zuhören und dann wisst ihr auch, was ihr machen müsst. Nämlich, ihr müsst nur da sein, einmal in die Chatbox schreiben, dann losen wir aus und schon wissen wir, wer der nächste Skin-Gewinner ist. So, was aber wichtig ist auf jeden Fall, ihr schickt mir bitte eine Freundesanfrage, weil es kommen immer noch neue Freundschaftsanfragen rein. Was bedeutet, es könnte auch wieder dazu führen, dass ich den Skin erst am, denke ich mal, Dienstag dann verschenken kann. Also wie gesagt, YT-FamilyHack, Freundschaftsanfrage schicken, damit ich dir das Geschenk schenken kann, weil wir müssen halt 48 Stunden warten, bis wir befreundet sind, bis ich dir überhaupt was schicken kann, was einfach da eine Sicherheitsmaßnahme von Epic ist, falls euer Account gehackt wird, dass da einer sich nicht, sage ich jetzt mal, vier Skins einfach so rüberschicken kann. So, dann möchte ich mich an erster Stelle jetzt wirklich mal bei einigen bedanken, die explizit. Viele wollen immer von mir was haben, klar, kann ich vollkommen verstehen. Ihr kriegt mit, ach, der verschenkt Skins. Da frage ich doch mal nach, hast du vielleicht auch einen für mich? Dafür habe ich natürlich auch ein Video gemacht, man kennt ihn, nämlich ob ich wirklich Skins verschenke. So, aber anderes Thema, jetzt möchte ich Danke sagen und zwar genau diesen Leuten. Einmal Phantom, der mir inzwischen schon einen Skin geschenkt hat, dann noch einen Tanz, 2 Euro gespendet hat. Vielen, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Dann Lost Gamer, auch Skin geschenkt und noch einen Tanz. Foxy, den Skin hier geschenkt, den ihr gerade im Bild gesehen habt. Dann danke an Bratan, Elias, dann mein Sohn, dann Zeitloser Ghoul, Panix, Jorich, der gestern Top Donator wurde, was den Euro-Bereich betrifft. Erstmal auch danke dafür. Dann Phantom Pro, der 2,40 € gespendet hat, mit bezahlten Gebühren und noch, ich glaube, ein Tanz oder Lackierung, sicher bin ich mir nicht mehr. Dann danke auch an Frontkin, an CR Gaming, Abdi Osman, Schnitzelpudding, wo ich immer noch nicht weiß, wer das ist, und Mr. Sinox, der sich wohl mit einem Euro den Mod-Status erkaufen wollte, was aber nicht ganz funktioniert hat. Was das betrifft, sage ich auch, Mods. Ich suche mir meine Mods aus. Also ihr braucht nicht fragen, mir fällt schon auf, wer da ist und und. Aber ich suche mir meine Mods immer selber aus, weil es ist einfach ein Bauchgefühl. Da dürft ihr mir auch nicht böse sein. Es gibt sichere Menschen, die sind die ganze Zeit da, aber ich kann auch nicht jeden zum Mod machen. Dann habe ich nur noch Mods und dann sind die Mods nämlich auch untereinander. Das ist halt auch nicht so leicht, das Thema. Also wie gesagt, nochmal danke an alle, die mich da unterstützt haben. Wir sind jetzt bei, ihr seht es unten, 10 Euro gespendet und 7.000 V-Bucks habt ihr für mich ausgegeben. Nicht für euch, sondern für mich. Also da kann ich wirklich nur Danke sagen und es sind nicht meine Epic-Einnahmen, nicht, dass hier irgendeiner wieder was falsch versteht. Es sind nur einfach die V-Buck-Anzahl, die ihr mir geschenkt habt, mit den Geschenken aus dem Shop. Und da wollte ich an der Stelle einfach mal Danke sagen. Ja, mehr kann man da eigentlich auch schon nicht mehr sagen. Ich verstehe selber nicht, warum ihr das macht, aber danke auf jeden Fall dafür. So, jetzt gehen wir aber mal rein in den Shop, denn das hier ist heute euer Shop. So, dann haben wir hier einmal den Sturmtrooper. Das Problem ist hier, bevor schon irgendeiner fragt, ihr seht, ich kann diesen Gegenstand nicht verschenken. Heißt, das ist der einzigste Skin, den ihr heute von mir nicht bekommen könnt. Und ich mache auch nicht so, ja, hier habt ihr 15 Euro Paysafe-Karte. Ich habe extra mit Epic Games das so abgeklärt, dass ich halt wirklich nur Skins aus dem Shop verschenke. Also da ein bisschen Verständnis haben. Ihr wisst ja, Creator Code YT-FamilyHack. Das Ganze müsst ihr hier unten ist der Shop, hier unten rechts eintragen. Einfach YT-FamilyHack. Auch wenn ihr beim Epic Games irgendwas kauft und ihr könnt einen Creator Code eingeben, da steht dann Unterstützer Creator oder so, tragt da gerne auch meinen Namen ein.
nur als kleines Dankeschön. Erstmal auch danke denen, die da fleißig am Einkaufen sind. Gruß geht da auf jeden Fall raus. Wie gesagt, zwischendurch aktualisieren, damit das Ganze nämlich auch aktuell bleibt, weil nach 2 Wochen wird er rausgeholt. So, also wie gesagt, den Skin kann ich euch leider nicht schenken. Dann haben wir hier, warte mal, ich gehe mal erst auf was Uninteressantes, machen wir einfach mal den Skin. Nur um zu zeigen, warum ihr die Freundschaftsanfrage schicken sollt. Nämlich, den allen kann ich einen Skin schenken. Da erst in 48 Stunden. Wahrscheinlich jetzt nur noch in 38 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wann wir genau befreundet sind, aber man kann wirklich genau erst nach 48 Stunden den Skin verschenken. Aus dem Grund, wer noch nicht befreundet ist mit mir, gerne Freundschaftsanfrage rausschicken. Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir aber wirklich mal auf den Shop ein, denn wir haben einen komplett neuen Skin, nämlich die Brandungsstreiterin. Ich glaube, das ist auch ein komplett neues Gesicht. Oder? Ich glaube, das Gesicht hatten wir noch nicht. Ist nicht schlecht, der Skin. Mal gucken, wie oft wir ihn heute in der Lobby sehen. Also schlecht auf gar keinen Fall. Ist halt die männliche, warte mal, nicht, dass ich was Falsches sage, hatten wir gestern. Gott, ich bin so vergesslich. Ich werd alt. Ohne Quatsch. Glaubt's mir. Eine männliche Variante haben wir davon, glaube ich, noch nicht. Aber ist natürlich wieder ein Teil von dem ganzen Set. Dann haben wir nämlich hier einmal das Rückenaccessoire. Passt natürlich wie immer. Perfekt. So, dazu haben wir noch. Oh. Oh. Ach, ich liebe ja so Waffen, gell? Ah, vom Ton ist auch okay. Wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr lieber die Zweihandwaffen quasi oder die einzelne Sense quasi? Also Spitzhacke. Also ich feiere vom Bild her, von der Animation her echt die doppelten echt am besten. Ich spiele sie auch nur. So, dann haben wir wieder im Shop Limetta. In wie viele Varianten? Zwei. Einmal in grün und einmal in rosa. Obwohl die rosa Variante da echt besser gefällt. Warte, wir gehen mal kurz drauf. Doch, da gefällt mir die Variante definitiv am besten. Die würde ich sogar noch spielen. Weil schlanke Skins sind, ich weiß nicht, ich finde es einfach besser. Ne, dann lieber die Variante. So, dann natürlich passende Rückenaccessoire, auch in beiden Farben. Ja, also kombinierbar sieht kacke aus. Schon immer die richtige Farbe nehmen. So, dann, ja, man hätte es nicht anders gedacht, auch ein Erntewerkzeug. Hört sich wie an. Ja. Ja, er wechselt so schnell durch, dass ich es nicht hören kann. Ah, vom Ton her ein bisschen schwach. Aber ohne Quatsch, der weibliche Skin plus die Spitzhacke würde nice aussehen. Und denk dran, ich bin jetzt kein rosa Fan. Aber das sieht echt nicht schlecht aus. So. Oh, dann haben wir noch eine schöne Tarnung. Ja, war ein schönes Set, würde ich sagen. Das ist wieder ein Set für ein paar Frauen. So, wir gucken wieder aufs Boot. Ja, da sieht es natürlich auch geil aus. Die Waffe, die wir leider zurzeit nicht im Spiel haben. So, das ist das Boot. Ja, das ist auf jeden Fall nice. So, dann haben wir Sauer. Ja, gut, die Variante gefällt mir nicht so. Aber wir gehen auch da aufs Boot. Ja, auf dem Boot sieht es gut aus, aber auf der normalen Waffe finde ich nicht. Ne, ne, ne. So, dann haben wir Steinherz mit drin. Also heute habt ihr richtig schön was zum Aussuchen, muss ich sagen. Das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir sogar besser als die männliche Variante, ganz ehrlich. Auch die Flügel sieht einfach besser aus, hab ich. Ist einfach mein Bauchgefühl. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die weibliche Variante nehmen. Nicht die männliche. Ja. So, dann haben wir noch dabei Vultüre. Alles, der Skin hat auch irgendwie was. Heute würde ich behaupten, habt ihr einen guten Shop erwischt. Also da werden einige, glaube ich, sitzen, wenn sie gewinnen. Welchen Skin? Ja, gute Frage.
Hat so ein bisschen was vom Punisher. Einige werden es vielleicht kennen. So, dann haben wir noch Knieklatscher. Dann haben wir Neopren, was natürlich, das ist nämlich die Lackierung, die zu dem neuen Skin passt. Hat mich eben schon gewundert. Keine Lackierung, die zu der passt. So, da am Boot, aber ja, aber für 300 V-Bucks ist halt nichts Besonderes, nichts Animiertes, aber ihr seht ja, passt halt perfekt. Wie gesagt, ich zeige es nochmal, die Tarnung zu dem neuen Skin ist halt genau passend. Also Komplettpaket ist quasi der Skin, dann die Spitzhacke plus Lackierung. So, Hängekleid haben wir halt gar keinen, gell? Oder habe ich irgendwas übersprungen? Nö, nee, es gibt heute keinen Hängekleider. So, dann haben wir ansteckend. Okay. So, dann haben wir noch den Krawallkumpel. Finde ich auch wieder, gehört definitiv zu der besseren Auswahl von den billigen Skins. Er sieht zwar ein bisschen crazy aus mit den Haaren, aber für 800 V-Bucks kann man hier echt nichts sagen. Also das ist echt einer der besseren Skins, der günstigeren Variante. Weil 800 günstiger kriegst du halt keinen Skin. Aber der ist definitiv spielbar. Würde ich jetzt behaupten. So, dann haben wir noch Schere, Stein, Papier. Zack. Einmal noch. Zack, 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 zack. So. So, das war's auch schon wieder mit dem Shop dann für heute. Wie gesagt, 15 Uhr Skin-Verlosung, seid einfach da. Ich fange aber schon früher an, keine Angst. Wann genau kann ich noch nicht sagen. Aber wie gesagt, ich kann nur noch mal Danke sagen. Heute am Mittag könnt ihr dann zu mir Danke sagen, für den, auf jeden Fall derjenige, den Skin bekommt. Und dann würde ich sagen, war's es auch. Und wie gesagt, bis 15 Uhr spätestens.